5 ist Trümpf in meinem heutigen Video. Hier ist der Callcenter-Crasher mit 5 Betrügern, die mehr ans Geld wollen. Ob sie erfolgreich waren, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo? Ja, hallo Herr Klebau. Ja. Heidi Glück ist mein Name. Melde mich bei Ihnen bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns auf der Trading-Plattform. Sie haben da bereits Ihre Kontaktdaten hinterlassen, stimmt es? Da muss ich ja, sonst können Sie mich ja gar nicht anrufen. Ja, sind Sie interessiert dann an diesem Thema? Möchten Sie traden? Ja, natürlich, sonst hätte ich mich auch nicht angemeldet, wenn ich da nicht interessiert wäre. Ja, es gibt ja unterschiedliche Fälle. Manche denken zum Beispiel, dass wir hier eine Bank sind und Kredite geben. Gibt es auch. Deshalb frage ich. Also, wie dem auch sei, wir sind Trading-Plattformen und hier könnten Sie investieren und dann mit Ihrem Broker traden. Haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon getradet vielleicht? Ich habe vor Jahren mal getradet, ja. Selbstständig war das, oder? Richtig. Okay, also hier können Sie das auch machen, wenn Sie genug Erfahrung haben, wenn Sie nach Algorithmus dann selber traden können, dann können Sie natürlich selber traden auf der Trading-Plattform oder Sie können mit Ihrem Broker traden, das steht Ihnen frei. Also wenn Sie investieren, dann sind die ersten 3 Wochen kostenlos, das heißt, Sie steigen hier bloß ein, Sie informieren sich, Sie beobachten, welche Tendenz Sie haben, wie schnell Sie die Rendite haben und wie hoch die Rendite ist. Und nach 3 Wochen treffen Sie die Entscheidung, ob es Ihnen dann passt. Wenn es Ihnen nicht passt, aus irgendeinem Grunde, dann kriegen Sie die Investition völlig zurück und dann wird dieses Handelskonto geschlossen. Oder Sie treten dann weiter, das steht Ihnen eben frei. Mit welchem Betrag würden Sie dann einsteigen? Ja, erstmal würde ich fertig. Jetzt haben Sie eine Menge erzählt, aber Sie haben noch nicht gesagt, bei welcher Firma, von welcher Firma Sie anrufen. Also Sie haben sich über Daily Profit angemeldet bei uns auf der Trading-Plattform mit dem Namen Guardian Invest. Ah, Guardian Invest. Mhm. Guardian Invest, ja, genau. Da muss ich mal auf Ihre Seite gucken. Ich habe mich auf, da ich interessiert bin, habe ich auf mehreren Webseiten angemeldet. Ja, selbstverständlich. Also ich könnte Ihnen auch ein Demokonto erstellen, das ist kein Problem. Dann hätten Sie ein Demokonto auf der Trading-Plattform von uns, dann können Sie sich ja umsehen, wie es so funktioniert. Dann hilft es vielleicht. Ja, vielleicht. Ginge das? Ja, vielleicht können Sie erstmal einfach nochmal sagen, können Sie mir Ihre Webseite buchstabieren, dass ich die auch finde? Ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse. Diese wäre dann, meine Frage war einfach, können Sie Ihre Webseite einfach mal buchstabieren, dass ich die auch wiederfinde? Kann ich natürlich. Ich wollte Ihnen bloß den Link zumelden, damit es schneller geht. Nee, schneller geht es nicht. Schneller geht es mit Buchstabieren. Okay, wenn Sie es buchstabiert gekriegt möchten. Erzählen dann. Sie doch, fangen Sie doch einfach mal an. Mein Gott. Also G-U. U wie Ulrich? Ja, G-U-A-R. Ja. D-I-A. Ja. N. Ja. I-N. Ja. V-E. Ja. S-T. Ja. Guardian Invest. .co. Okay, dann haben wir das doch schon. .co. Okay. Okay, gut. So, da haben wir das ja schon mal. Gut, Guardian Invest. Wie alt ist Ihre Webseite eigentlich? Also sprich, wie lange? 5 Jahre alt. Seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren sind wir auf dem Markt. Okay. Und woher sind Sie? Wo ist der Sitz Ihres Unternehmens? Wir gehören zu einem Holding mit dem Hauptsitz in London. Sind Sie eine englische Firma also? Ja, also Hauptsitz der Firma ist in London. Büros gibt es ja auch natürlich nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Europa. Okay, das ist klar. Und
Sie sind ja ein Finanzdienstleister. Wo sind Sie dann reguliert? Also ich persönlich bin Finanzberaterin. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen, sich zu informieren und dann ein Konto hier zu etablieren und die erste Investition zu machen. Und dann werden Sie dann von Ihrem Broker schon angerufen und Sie traden weiter mit dem Broker. Ja gut, aber erstmal möchte ich ja ein bisschen über Ihre Firma wissen. Also, Sie sind ein Finanzdienstleister, Ihre Firma. Wo sind Sie dann reguliert? Wir haben auch für Europa, für Trading in Europa haben wir eine FCA-Lizenz. Ich kann Ihnen auch diese Lizenz zumelden, wenn Sie Nö, möchten. das können Sie mir sagen. Die FCA, okay, prima. Dann haben Sie sicher mal Ihre Lizenz-ID für mich. Ich würde Ihnen dann, ich Das können Sie würde mir Ihnen einfach diese, sagen. Können Sie mir einfach sagen. Ich kann es ich direkt überprüfen. werde Ihnen diese Informationen lieber per E-Mail Nö, das senden, können Sie mir dann ist einfach es sagen. Das ist ja einfacher. eine öffentliche Information. Die können Sie mir ja jetzt am Telefon geben. Also öffentliche Information ist es natürlich nicht, Doch wenn Sie ist diese es, doch Krimi-Mail, ist es. Es ist eine öffentliche. wenn Sie Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Das ist eine öffentliche Information, die jedermann bei der FCA überprüfen kann. Das ist eine öffentliche Information. Also, Also welche Nummer haben Sie da? wenn Sie diese Informationen kriegen möchten von mir, dann kriegen Sie diese per E-Mail. Warum können Sie mir die so nicht am Telefon geben? Warum? Welchen Grund hat das? Aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen. Welche Sicherheit ist denn da größer? Wo wird dann die Sicherheit beschädigt, wenn Sie mir das am Telefon sagen? Welches Sicherheitsrisiko ist denn da? Also das ist interne Regelung bei uns. Also wenn Sie diese Informationen kriegen möchten, dann kriegen Sie diese per E-Mail von mir. Ach, das Das können ist Sie. intern so geregelt. Ach so, ah ja, okay. Das ist schön. Na gut, okay. Ja, wie alt sagen Sie Ihre Firma doch gleich? 5 Jahre. Ja, ich sehe das gerade. Ich habe das gerade überprüft. Ihre Webseite ist 57 Tage alt. Wie erklären Sie mir das? Was denn? Ihre Webseite ist 57 Tage alt. Ist am 28. Februar diesen Jahres. Hallo, ausreden lassen, ausreden lassen. Sie haben mich gefragt nach der Firma, Doch, nicht nach der nein, ich Webseite. habe nach der Webseite gefragt. Nee, Sie haben Doch mich habe nach der ich. Ich Firma. habe nach der Sie haben mich Webseite nach der gefragt. Firma Wie alt ist gefragt. Ihre Firma und Ihre Webseite, habe ich gefragt. Sind Sie überhaupt am Trading interessiert? Nee, nicht bei Betrügerfirmen. Betrüger sind wir nicht. Also Doch, wenn Sie sind sie, sind sie, sind sie. Ich habe schon festgestellt. wenn Sie Wenn die, atme mal durch. Du wirst ja wenn Sie ganz kirre. einsteigebereit sind, dann melden Sie Hast sich du bei keine mir. Ausreden mehr Sonst oder was? wünsche ich Ihnen einen schönen, na doch, sonst wünsche ich Na, Ihnen einen schönen Betrüger? Tag. Ja. FCA-Lizenz, die sie nicht nennen darf. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Hanna Schmidt. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, hallo, Herr Reismann. Also ich habe gesehen, Sie haben vor einigen Tagen bei uns Ihr erstes Handelskonto erstellt. Und ich möchte gerne Ihnen weiterhelfen, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja. Also können Sie mir bitte mitteilen, hatten Sie Erfahrung auf diesem Finanzmarkt vorher oder nicht? Ein klein wenig schon, ja. Okay, also ich möchte gerne Ihnen informieren, dass ich gerne Ihnen weiterhelfen kann, um Ihr Handelskonto bei uns zu aktivieren, damit weiterhin Sie mit unserem Finanzberater arbeiten und Sie können auch großes Geld bei uns machen. Ja. Also, können Sie mir bitte mitteilen, bei uns können Sie Ihr Handelskonto mindestens mit 250 Euro aktivieren. Nachdem wir Ihr Konto aktiviert haben, wir werden 2 Anrufe von uns bekommen, von unserer Verifikationsabteilung und von unserem Finanzberater. Und unser Finanzberater wird Ihnen helfen, also Ihr Handelskonto weiterzumachen und Online-Käufe zu machen und Geld gewinnen, Geld machen. Können Sie mir bitte mitteilen, möchten Sie jetzt mit mindestem Betrag mit 250 Euro aktivieren?
Ja, ich weiß ja über Ihre Firma noch gar nichts. Ich bin gerne für Sie da. Sie können alle Ihre Fragen mir stellen. Ich werde diese Fragen beantworten. Natürlich. Also ich verstehe Sie. Sie möchten jetzt ein Handelskonto aktivieren. Das ist für Sie riskant. Aber Sie können alle Ihre Fragen mir stellen. Ich werde gerne diese Fragen beantworten. Gut, dann würde ich gerne mal wissen, welche Plattform haben Sie denn? Also das ist ein Online, Sie machen Online-Kaufe und wir arbeiten mit Kryptogebühren, also mit Krypto und Sie machen Online-Käufe. Von meiner Seite zunächst, ich aktiviere Ihr Handelskonto, aber anders, also Sie werden eine Rückmeldung von unserer Finanzberater bekommen, damit Sie zusammen mit unserem Finanzberater, also wenn Sie ein Konto bei uns aktivieren, das ist kostenlos für Sie, unser Finanzberater kontaktiert Sie und hilft weiter, um Geld zu machen. So, jetzt haben Sie viel gesagt, aber mir immer noch nicht gesagt, welche Plattform Sie haben. Also, wie mitgeteilt, wir machen Online-Käufe. Sie das war nicht etwas, die Frage. Verstehen Sie Deutsch? Was habe ich denn gefragt? Also, was für eine Plattform haben wir? Richtig. Wie heißt Ihre Plattform? Ah ja, Omerz Finanz. Wie bitte? Omerz Finanz. Können Sie es buchstabieren, bitte? O wie Otto, ja. N wie Martha. Ja. E wie Emil. R wie Richard. Ja. S wie Siegfried. Ja. Dann Finanz. Englisch oder Deutsch geschrieben? Finanz. Finanz wie Siegfried. Hallo. Ja, genau. Finanz, also mit S am Ende. Omer Finanz. Mit S am Ende. Ja, genau. Und dann .de. .de. Okay, dann versuche ich mal auf Ihre Webseite zu gehen. Nee, die Seite gibt's nicht. Also Sie haben eine Werbung bei uns gesehen. Sie haben für sich ein Konto erstellt. Hallo. Ja. Die Seite, die Sie mir buchstabiert haben, die gibt es nicht. Ich habe sie eingegeben. Kleinen Moment, bitte. Hallo, Ihr Telefon ist kaputt. Hallo, was ist mit Ihrem Telefon los? Ich höre Sie nicht mehr. Kleinen Moment, bitte. Ja, warum höre ich Sie nicht? Warum höre ich Sie denn jetzt nicht mehr? Ich bitte Sie einfach auf Google, um Omerz Finanz zu schreiben. Ja, buchstabieren Sie doch einmal die ganze URL. Irgendwas ist da falsch. Also, das ist Omerz Finanz. Ja, buchstabieren. Können Sie buchstabieren? Hallo. Also, wenn Sie möchten, kann ich den Link von Vielleicht Ihrem Handelskonto Ihnen schicken. Vielleicht können Sie einfach mal... Wissen Sie, was buchstabieren ist? Also, kleinen Moment. Die Frage war, wissen Sie... Ich kann Sie, gerne für Sie Ihnen den Link nein, von Ihrem Sie können mir erstmal... Nein. Hören Sie doch erstmal einfach zu. Ist das bei Ihrer Firma die Regel, dass man sich einfach das Telefon daneben legt, ohne dass man dann... Sie wissen ja nicht mal, was buchstabieren ist. Was heißt buchstabieren? Also buchstabiert. Nein, das habe ich genau so geschrieben. Otto, Martha, Emil, Richard, Siegfried, Friedrich, Ida, Nordpol, Anton, Nordpol, Siegfried.de. Und die Webseite gibt es nicht. Bitte schreiben Sie einfach in Google Omerz Finance. Ach, CE. Sie haben S gesagt, wie Siegfried am Ende. Ah, tut mir leid. Also C wie Cäsar, E wie Emil. Ah ja. Wenn Sie möchten, kann ich gerne Ihnen den hören Sie, nur reden Sie die Dauer dazwischen, meine Herren. Also, Omerz Finanz, Punkt, und welche Endung? Punkt.de? Also,
Also wenn Sie möchten, kann ich gerne Ihnen den Link schicken. Nein, Sie sollen jetzt, ich habe Sie jetzt am Telefon, jetzt möchte ich gerne auf Ihre Webseite gehen. Und omasfinance.de oder wie? Es ist sehr unfreundlich, wenn Sie dauernd Ihr Telefon daneben legen. Sollten Sie das nochmal machen, werde ich auflegen. Das ist dermaßen unfreundlich. Also wenn ich das Ihnen buchstabiere, Sie können auch falsch einen Link öffnen. Ich kann gerne Ihnen den Link schicken. Das habe ich ja nun schon mehrfach gesagt. Verstehen Sie, was ich sage? Ich möchte gerne, also omasfinance.de. Nochmal die Frage, ich stelle es mal anders. Welche Domainendung haben Sie? Wissen Sie Ihre Domain gar nicht? Hallo. Ah, das ist eine Firma, die ihre eigene Webseite nicht kennt. Hallo? Ja, hallo, Herr Reichmann. Hören Sie mich? Ja. Super. Ich heiße Amalia May, ich bin Kontomanagerin. Wir haben gerade unsere Web- und Gasvertrag angeschaut. Ja? Auch schon der zweite Anruf. Das ist ja schnell. Was meinen Sie? Das ist schon der zweite Anruf. Das ist ja schnell. Sie haben zwei Tage vor Ihr Anmelden gemacht? Nein. Verstehen Sie nicht, was ich sage? Ich sagte, das ist der zweite Anruf. Gerade hat schon mal jemand angerufen. Aber der war nicht von Firma Gasertrag. Oh, ja? Ja. Okay, dann wann haben Sie diese Anmeldung gemacht? Das müssen Sie doch wissen. Sie rufen doch gerade an. Okay, dann Herr Reichmann, wir haben verstanden, Sie haben Interesse an Onlinehandeln, ja? Richtig, an Gasertrag, richtig. Okay, super. Dann haben Sie schon Erfahrung beim Onlinehandeln oder Investment? Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal eine Aktie gekauft. Oh, Aktien? Welche Aktien? Ja, das war damals Telekom-Aktie. Und warum haben Sie jetzt dieses Interesse an Onlinehandel? Ja, weil das damals nicht so gut war mit der Telekom-Aktie. Okay. Und wir haben Sie in unserer Werbung schon gesehen. Es geht um ein automatisches System, denn mit welchen werden Sie handeln, ja? Ja. Okay. Ja. Super. Dann, ich bin hier dabei, um Ihnen weiter zu helfen. Gut, meine Frage ist, mit welchem Betrag möchten Sie am Finanzmarkt handeln? Mit meinem Betrag oder mit größerem? Naja, in erster Linie möchte ich jetzt erstmal was über Ihre Firma erfahren. Sie fragen direkt nach Geld. Ich möchte erstmal etwas über Ihre Firma erfahren. Okay. Bevor ich Geld einzahle. Okay, und welche Fragen haben Sie jetzt? Ja, ich möchte zum Beispiel wissen, wo sitzt die Firma Gasertrag eigentlich? Sehen Sie Gasertrag, das ist unsere Werbung. Ah ja, und welches ist Ihre Firma dann? Meine Firma heißt Global News Trade. Auf der Seite war ich ja nicht, aber... Ich kann ja mal gucken. Können Sie das mal buchstabieren, dass ich mal auf Ihre Seite gucken kann? Global News Trade. Buchstabieren? Sagt Ihnen das der Begriff etwas? Okay. Ich kann buchstabieren. Ja. G wie Gustav, Leonard. Ja, und weiter? O.
B wie Bertha, A wie Adolf, L wie Luisa. Ja. News. N wie Nikolas, E wie Eda, W wie Walter, S wie Siegfried. Ja. Und Trade. Wie Trading oder Trade. Also mit Buchstaben haben Sie es nicht so, ne? Nein, ich kann Ihnen schon sagen. T wie Theodor, R wie Richard, A wie Adolf, D wie Dennis und E wie Eda. Ja, und wie geht's dann weiter? .de? Nein, Sie möchten unsere Webseite, ja? Ja, das habe ich doch gesagt. Haben Sie... Ich verstehe. Ja, warum... Okay, warum? Aber ich kann... Sie haben mir gesagt, dass Sie möchten... Ich möchte Ihre Webseite sehen. Das habe ich Ihnen gesagt. Okay. Und das haben Sie augenscheinlich nicht verstanden. Also wie ich kann Ihnen verwortet schicken unsere Webseite. Sie können mir... Also Global News Trade und dann .de? Nein. Ja, dann sagen Sie es doch endlich. Mein Gott. Ich kann Ihnen unsere Webseite verwortet schicken. Ach, hallo. Sie rufen auf einem Festnetz an. Da gibt es kein WhatsApp. Sie möchten mir sagen, dass Ihre Telefonnummer ist Handynummer, ja, nicht Hausnummer. Nein, Festnetznummer, nicht Handynummer. Sie sind aber sehr schwer vom Begriff. Sehen Sie die Nummer nicht vor sich? Hallo, aufwachen. Ja, hallo. Also, globalnewstrade.de oder wie? Nee. Ja, wie dann? Sagen Sie es doch endlich. Okay, ich sage Ihnen gleich. Warum schreibt ihr auf mich? Wieso gleich? Es kann doch nicht so lange dauern, einfach mal zwei Buchstaben zu sagen. Hallo. Punkt. Stopp. Ah ja, das war so schwer? Nein. Ja, kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht, oder was? Dass Sie da so lange überlegen müssen. Warum sollen Sie auflegen? Bitte? Wer sagt denn was von auflegen? Hören Sie mich nicht? Verstehen Sie gar kein Deutsch? Ich verstehe Deutsch. Ja, wer hat denn was von auflegen gesagt? Wer hat was von auflegen gesagt? Ich habe Ihnen schon... Verstehen Sie? Ich schreibe Ich verstehe nicht. Sie müssen mir nicht schreiben. Ich habe nur nach der Webseite gefragt. Und deswegen habe ich Sie gefragt, ob Sie Ihre eigene Webseite gar nicht kennen, dass Sie so lange überlegen müssen, bis Sie mir die Webseite nennen können. Ich habe Ihnen schon unsere Webseite genannt. Was brauchen Sie noch? Ja, gut, dann gucke ich mir jetzt diese Webseite einfach mal an. Ich wollte ja noch ein bisschen mehr. Wo ist der Sitz dieser Firma denn? In Luxemburg. In Luxemburg? Ja. Ah ja, das ist okay. Und Sie rufen mit einer österreichischen Telefonnummer an? Ja, genau. Warum? Weil wir haben IP-Telefonie und unsere Anrufe für Kunden sollen kostenlos sein. Und Computerwelt... Ja, das sind... Für wen kostenlos? Für Sie? Für Sie. Für mich, ist jeder Anruf kostenlos. Als Angerufener bezahlt man nie. Was meinen Sie? Sie verstehen kein Deutsch, ne? Ich sagte, als Angerufener bezahlt man nie etwas. Da ist der Anruf immer kostenlos. Hallo, aufwachen. Hallo. Ja, hören Sie mich? Was ist denn los bei Ihnen? Sie schlafen ja förmlich ein. Ich höre Sie. Ja, aber warum reagieren Sie so langsam?
Ich vergehe mal. Nee, das ist nicht normal. Wenn man 30 Sekunden wartet, bevor man eine Antwort gibt, das ist nicht normal. So, also Sie sitzen in Luxemburg. Okay, haben Sie da die Adresse für mich? Ja. Ja. Brauchen Sie Adresse? Okay. Dann hätte ich doch Business nicht Center, gefragt. Business. Ich sage Ihnen, Sie. Business Center, Ja. European Data Hub, Luxemburg, in Okay. Passe Rosbach 12D, 1882. Okay. Okay. Gut, habe ich mitgeschrieben. Und Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ja. Okay, wo sind Sie reguliert? Hallo. Okay, welche Regulation brauchen Sie? Ja, die Regulierung Ihrer Firma. Welche? Ja, die Regulierung Ihrer Firma. Welche brauchen Sie? Es gibt mehrere. Ja, welche haben Sie denn? Welche brauchen Sie? BaFin. Aha. Okay, wir sind jetzt, wir warten jetzt auf diese Regulierung und Lizenz. Also sind Sie gar nicht reguliert. Noch nicht. Okay, also haben Sie gar keine. Sie haben gefragt, welche Regulierung. Also haben Sie gar keine Regulierung oder was? Wir sind jetzt auf dem Weg, um diese Regulierung zu bekommen. Also haben Sie doch gar keine Lizenz. Warum fragen Sie mich dann, welche Regulierung, wenn Sie doch gar keine haben? Jetzt haben Sie keine, aber ich habe Ihnen schon gesagt, wir sind auf dem Weg und wir sind Ja, die aber Lizenz Sie zu haben mich haben. doch gefragt, welche Regulierung ich möchte. Sie haben damit gesagt, Sie hätten mehrere Regulierungen, aber Sie haben ja nicht eine. Sie haben also gar keine Regulierung. Okay, und? Ja, nee, dann fällt das für mich schon mal aus. Eine Firma, die nicht reguliert ist. Da würde ich nie Geld investieren. Okay, Sie haben mir gesagt, dass Sie früher mit Aktien gehandelt haben. Dann hatte diese Firma auch Regulierung oder Natürlich, Lizenz? natürlich. Ja, dann warum haben Sie jetzt mit dieser Firma nicht gehandelt? Ja, das habe ich Ihnen doch gerade vorhin erzählt. Telekom Nein, Sie Aktien. haben mir nicht erklärt. Ach Mann, reden Sie doch nicht dauernd dazwischen. Meine Herren, ich habe Ihnen erzählt, dass Telekom-Aktien damals nicht gut liefen. Das ist viele, viele Jahre her. 20 Jahre. So, und deswegen habe ich mich jetzt auf die Suche gemacht Okay, dann nach. wie alt sind Sie? Fallen Sie mir doch nicht permanent ins Wort. Mein Gott, was sind Sie ein unhöflicher Mensch? Warten Sie doch einfach mal ab. Sie haben gefragt und ich habe geantwortet. Wenn Sie die Antwort nicht abwarten können, dann fragen Sie doch gar nicht. Also, haben Sie noch was zu sagen? Ja. Und was? Und? Und was möchten Sie von mir? Sie haben wieder kein Wort verstanden. Ich habe Sie gefragt, ob Sie noch was zu sagen haben. Sie verstehen gar kein Deutsch. Ich verstehe Sie nicht, Ja, richtig. Ja, Sie verstehen weil mich nicht. die Frage, Sie verstehen kein Deutsch. Das ist richtig. Sie haben da Okay, irgendein gut, Skript, was Sie gut. vor. Sie fallen Okay, mir schon wieder ins ciao, Wort. Sie ciao fallen mir dann. schon wieder ins Wort, unhöfliche Leute. Gut, Hallo, hallo? Herr Löwengeier. Ja. Christian Ehrenberat, ich melde mich vom Finanzmarkt. Sie haben eine Anmeldung für Onlinehandel gemacht, richtig? Ich habe sicherlich mehrere gemacht. Ja. Ich bin Ihr persönlicher Kontoberater vom Finanzmarkt. Von Ich welchem werde Ihnen Konto? alle Der Finanzmarkt ist ja nun groß. Kontoberater bin ich. Ja, von welchem Konto? Von welcher Plattform? Von Finanzmarkt. Also ich arbeite nicht nur für eine Plattform. Meine Arbeit ist richtige Plattform für Sie empfehle. Finanzmarkt ist ja nur ein Oberbegriff. Sie bitte?
Der Finanzmarkt ist ja nur ein Oberbegriff. Ja, richtig. Ja, und von welcher Firma sind Sie jetzt? Also, wenn Sie Anfänger sind, ich empfehle Ihnen die Anfängerplattform. Ich habe Sie jetzt gefragt, von welcher Firma Sie sind. Also, es gibt die zwei Plattformen auf dem Finanzmarkt. Wenn Sie Anfänger sind, es gibt wesentlich mehr Plattformen auf dem Finanzmarkt. Welches ist jetzt Ihre Plattform? Meine Plattform, die Anfängerplattform, meine ich, heißt Capital Index. Diese Firma hat gearbeitet mehr als 10 Jahre in diesem Bereich. Ah, dann können wir doch mal gucken. Ist ja kein Problem. Wie ist Ihre Plattform dann bitte? Können Sie es mal buchstabieren? Ja, natürlich. Es ist Capital Index. C wie Cäsar, A wie Anton, P wie Paula, I wie Ida, T wie Theodor, A wie Anton nochmal, dann L wie Ludwig, dann kommt Index, also I wie Ida, N wie Nordpol, D wie Dora, E wie Emil und dann das X, ja. Dann kommt Punkt und Pro, also P wie Paula, R wie Richard und O wie Otto. Alles klar. Das ist die Name für die Anfängerplattform, was ich Ihnen empfehle. Also haben Sie etwas über vollautomatische Handelssystem gehört? Gehört habe ich schon eine Menge, ja. Ja, also die diese Firma, also Capitalindex.pro, hat die vollautomatische Handelssystem für die Anfänger. Dieser System arbeitet natürlich ganz automatisch mit dem mathematischen Algorithmus und ist ganz risikolos für die Anfänger. Mhm. Deswegen, also damit verlieren Sie keinen Cent und auch keine Zeit, weil die Roboter arbeitet also jeden Tag für Sie nonstop natürlich. Und ja, Sie können Ihre Profit jeden Tag selber profitieren, also schaffen, ja. Ja, und Sie bekommen auch einen hochqualifizierten Finanzexpert, der kontrolliert diesen Robot, also das System, und organisiert ganz Handelsprozess für Sie. Als Anfänger, Sie bekommen auch ein Willkommensgeld, das ist 100 Euro. Damit können Sie also mehr Profit auf dem Finanzmarkt haben. Weil natürlich, der Profit ist immer proportional zur Investition und wenn Sie haben mehr Kapital auf Ihrem Handelskonto-Account, Sie profitieren mehr. Und ja, für das alles bekommen, vollautomatische risikolos Handelssystem, auch Finanzexpert und auch ein Willkommensgeld, Sie brauchen Ihre Handelskonto mit nur 250 Euro kapitalisieren. Das ist der minimalische Betrag auf dem Finanzmarkt. Ist das okay für Sie? Ja, ich habe mal eine Frage. Welche Ausbildung hatte der Finanzexperte? Können Sie es wiederholen? Entschuldigung. Welche Ausbildung hat der Finanzexperte? Hallo? Entschuldigung, also bestimmte Kenntnisse im Finanzbereich. Also ja, welche Ausbildung hat er denn? Also Sie haben auch Lizenzen. Ich weiß nicht, also wir haben so viele Experten, ich kann nicht Ihnen die genaue Ausbildung oder Lizenzionsnamen sagen, aber unsere Finanzexperten hatten schon mehr als 10 Jahre in diesem Bereich gearbeitet und wir haben beste Finanzexperten in diesem Bereich. Also ich kann das Ihnen garantieren. Aber und Sie wissen nicht, welche Ausbildung man als Finanzexperte haben muss. Wir haben schon gesagt, also wir haben so viele Experten, ich weiß das leider genauer nicht. Mhm. Und ja, aber Sie haben ein vollautomatisches Handelssystem. Sie haben MetaTrader 5, das ist die letzte und die beste MetaTrader, können wir sagen. Und diese MetaTrader also arbeitet für Sie ganz automatisch. Und alles, was Sie sollen machen, ist nur Ihre Experten sagen, was ist Ihr Ziel. Als Beispiel, wie viel würden Sie auf dem Finanzmarkt verdienen? Und dann ist es erstes Feld Tisch. Also Ihr Finanzexpert öffnet die Positionen für Sie, dann Ihr Roboter arbeitet für Sie. Und ja, Sie haben jeden Tag Profit. Sie können jetzt jeden Tag selber profitieren, selber sehen. Entschuldigung. Und ja, für Versuchen, Sie brauchen nur 250 Euro. Und die Auszahlung auch. Da also, funktioniert auch ganz einfach, weil es dauert nur 30 Minuten und es ist auch automatisch. Sie haben eine große Option, Auszahlung auf Ihrer Handelskonto-Account. Sie sollen nur das drucken, Ihre IBAN-Nummer kopieren und dann ja, in 30 Minuten Ihr Geld ist auch gezahlt. Mhm, okay. Und ja. Ihre Plattform ist, von wo rufen Sie denn an? Wo ist denn der Sitz von Capital Index Pro? Ja, jetzt, also zurzeit bin ich in Österreich. Wir haben auch andere Filialen in Deutschland, in Frankreich und in Schweiz. Ja, aber das war aber nicht meine Frage. Unsere Hauptfiliale sitzt in London. Mhm. Okay, ja, und deswegen rufen Sie aus Österreich mit einer Rufnummer aus England an.
Tja, also vielleicht, also wir haben die andere Telefonnummern, aber jetzt diese Nummer war unbenutzt und frei für mich und jetzt rufe ich mit dieser Nummer an. Aber das spielt keine Rolle. Okay. Und Ihre Firma ist schon erfahren, Sie sagten über 10 Jahre am Markt. Ja, natürlich, können Sie es auch in Google recherchieren. Ja, ich hab gerade mal recherchiert. Ihre Webseite ist gerade mal 152 Tage alt. Erklären Sie mir das. Ja, also diese Website ist eine neue Website. Das ist ein spezielles Programm für die Anfänger. Das funktioniert nicht so lange, aber die Capital Index, diese Firma, also funktioniert mehr als 10 Jahre. Also ich kann das auch jetzt nochmal überprüfen. Wenn Sie aber Capital Index.pro ist gerade erst 252 Tage alt. Welches ist eine neue Plattform für die Anfänger. Ja, und welches ist Ihre Hauptplattform? Hauptplattform ist Capital Index. Also nur schreiben Sie dann nur Capital Index und dann sehen Sie die ganze Information über unsere Firma. Nein. Ich möchte Ihre Haupt... Sie haben gesagt, Capital Index.pro ist für die Anfänger. Welches ist denn für die Fortgeschrittenen? Wie wieder? Welche Plattform ist denn dann für die Fortgeschrittenen? Also capitalindex.com. Ah ja, und wie alt ist die dann? Diese Plattform funktioniert von 2014. Ja, können wir ja mal gucken. Ist ja kein Problem. Gucken Sie, kein Problem. So, dann schauen wir das doch mal. Haben Sie es gesehen? Und wann ist diese Plattform erstellt? Ja, 2014. Ja, stimmt schon wieder nicht. Was ist nicht stimmt? Vielleicht Sie haben das nicht falsch recherchiert. Nein, ich kann es ganz genau recherchieren. Dann schicken Sie mir doch einfach mal eine E-Mail von der capitalindex.com. Ja, okay, kein Problem. Ja, gut. Natürlich, ich werde das für Sie machen. Gerne. Genau. Dann machen Sie das. Bis dann. Ja. Wie es zu befürchten war, hat mir der nette Betrüger keine Mail von der Capitalindex.com gesendet, weil es schlicht und einfach nicht deren Webseite ist. Diese Abzocker schmücken sich gerne mit bekannten Webseiten, um so Seriosität zu heucheln. Klappt bei mir eben nicht. Weiter geht's mit dem nächsten Anruf. Hallo? Hallo. Jason Reisman? Ja. Kilka Watson am Apparat. Guten Tag. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Ja, gut soweit. Gut, ich rufe Sie von der Firma Monicor an. Ja, sagt mir gar nichts. Ich habe Ihnen meine Präsentation, für Sie geben. Sehen Sie, Sie haben Sie bei uns registriert, auf Monico an. Da ich sehe Ihre E-Mail und Telefonnummer. Ja, und? Und auch Ihr Wohnsitz, Ihre Adresse. Moment, was noch? Ihr Geburtsdatum, Ja, und? Sie sind unsere Kunden, und ich muss das Ihnen erklären, wie das funktioniert. Das läuft unser System an. Ja, dann erklären Sie mal. Ich glaube, wollen Sie mit automatischem System arbeiten, richtig? Das weiß ich noch nicht. Das heißt Roboter. Oder wie kann ich das sagen? Was bieten Sie denn noch an? Automatische Software. Und das, also Sie haben nur das automatische System? Natürlich auf der Plattform. Das heißt, nicht das, was nicht unser Broker wird bei ihr tradet, Das heißt, das automatische System an. Software. Okay. Da können Sie etwas kaufen, zum Beispiel den Bitcoin, oder den Gas. Oder ich weiß es nicht, oder Apple-Aktien, Rohstoffe, Krypto oder sowas, da müssen Sie für Sie kaufen, da bekommen Sie den Gewinn. Okay. Jeden Tag.
Mit 250, da haben Sie gelesen, 250 ist das minimale Betrag, ja, mit welchem werden Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Mhm. Ja, okay. Sagen Sie bitte, 250 ist das mögliche Summe für Sie, oder? Natürlich. Es ist ein bisschen wenig, aber das ist möglich. Okay. Da sende ich vielleicht unsere Plattform. Können Sie die... Ich kann da ja gleich mal drauf gucken. Ich kann da ja gleich... können Sie mir buchstabieren, Ihre Plattform? Ja, natürlich. M wie Manfred. Ja. O wie Oda. Ja. N wie Nokfit. Nordpol heißt das, ja? Ja, natürlich. E wie Eva. Ja. C wie Circa, ja. Ja. O wie Oda. Ja. Und R wie Ronald. Ja. Und wie geht's weiter dann? .de? .com. Monico.com. Ah ja, okay. Dann kann ich auch schon mal, vielleicht schon mal draufschauen. Ja gut, dann können Sie ja mal ein bisschen was erklären über Ihre Geschichte. Wieder kann ich Ihnen erklären, ja, auf dieser Plattform, da werden Sie natürlich den neues Gewinn bekommen, ja. Auf dieser Plattform, Sie haben das registriert. Ja, ich weiß es nicht, wann haben Sie das gemacht, ja. Weil ich habe Ihre Registration in 10 Minuten ansehen, ja. Ich habe das gesehen, da haben Sie das gemacht, ja. Mhm. Und ja, ich habe Ihnen angerufen, ja. Ja. Und da natürlich auf alle Ihre Frage denn die gute Antwort, ja, geben. Okay. Vielleicht haben Sie nicht verstanden, wie das funktioniert, da ich kann das natürlich antworten. Ja, die Frage ist, wo sitzt denn Ihre Firma? Der rechtliche Sitz Ihrer Firma? Das ist die konkurrierliche Information, da können Sie diese Information auf Plattform suchen. Nö, die kann ich ja auch erstmal von Ihnen. Ich habe Sie doch gerade am Telefon, da wird es doch einfacher. Für telefonisch, ich kann das nicht sagen. Warum nicht? Das ist der Regel auf unserer Firma, auf unserer Unternehmen. Ach, da dürfen Sie nicht sagen, wo die Firma sitzt. Dürfen Sie am Telefon nicht sagen. Nein, auf Telefon nicht, aber unsere Adresse können Sie natürlich auf der Plattform geben. Ja, dann schicken Sie mir auf das doch einfach Website. Mal per E-Mail. Per E-Mail. Okay, unsere Adresse oder was noch? Ja, die Regulierung zum Beispiel. Vielleicht. Wo Lizenz sind Sie denn reguliert? Brauchen Sie? Diese Information da auch können Sie auf unsere Website gehen. Ich sende auch unsere Lizenz. Ja, dann schicken Sie mal. Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Versuchen Sie das noch einmal. Ja, Jason Reismann, ja, .mbc.email, ja? Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und jetzt, da, dann sende ich zu Ihr... Ja, bitte? Haben Sie mir da schon was geschickt, oder? Nee, haben nein, Sie noch nicht. Noch nicht. Na gut, dann erwarte ich jetzt Ihre E-Mail. Ich warte, ich bleibe dran am Telefon. Okay, ich sende zuerst den Lizenz, weil ich glaube, es ist das Wichtigste. Ja, gut, dann warte gut, ich drauf. Dann bis später. Nee, ja? Bleiben Sie ruhig dran. Da möchte ich schon, möchte ich schon gleich per E-Mail haben. Dann kann ich da gleich drauf reagieren. Hallo? Ein paar Sekunden, bitte. Ja? Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Einen Moment. Ich suche. Was suchen Sie denn? Ich suche unsere Lizenz, um da auf im PDF-File alles senden, per E-Mail. Ja, gut. Weil das ist nicht so... Was ist nicht so? So schnell, wie möglich. Moment. Haben Sie das nicht gleich parat, wenn Sie Kunden beraten? Ich bin am Apparat. Jetzt am Apparat. Ich habe gefragt, ob Sie das nicht parat haben, wenn Sie Kunden am Telefon beraten. Ah. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht oder wahrscheinlich doch? Wahrscheinlich doch. Ja, dann wundere ich mich, dass ich, wenn Sie das parat haben, dann hätten Sie es doch schon schicken können. Dann müssen Sie doch nicht danach suchen. Jetzt, ich suche alles. Also haben Sie es doch nicht parat? Noch nicht. Ich glaube, Sie verstehen nicht so richtig Deutsch, oder? Oh, ich verstehe Deutsch nicht gut, oder? Ja, stimmt. Ich lerne Deutsch nicht so viel Zeit, aber ich arbeite mit dieser Firma. Das war auf dem Telefonat, aber nicht für meinen Kunden sprechen. Ich habe das anderes gemacht mit irgendwelchen Dokumentation, ja, auf der Englische, ja, weil wir haben den FMA in Deutschland, in Österreich und in Schweiz und auch in London, ja, und da ich habe das alles per Englisch alles gemacht, ja, und jetzt ich spreche ein bisschen Deutsch und habe diese Position auf meiner Firma von 6 Monaten, ja, und ich glaube, ich mache meine Arbeit gut. Das werden wir ja sehen. Ja, genau. Mein Deutsch und mein Akzent ist es nicht gut. Ich weiß das. Meine Kunden fragen sie bitte, woher kommst du? warum hast du so schlimmes Akzent? Ja, das schlechtes Akzent. Und ich gerne antworte. Ja, ich bin gut in meinen Kompetenz, in meiner Arbeit, aber ich muss das Deutsch noch einmal so gut lernen. Ich verstehe das. Entschuldigung. Für mein Deutsch. Jetzt ist alles. So, noch ist nichts da. Ja, einen Moment. Wir arbeiten sowieso mit WhatsApp, weil mit WhatsApp funktioniert nicht so schnell wie. Ja, aber das ist ja nicht seriös. Für Bankgeschäfte machen wir doch nichts über WhatsApp. Das ist doch nicht sicher. Wahrscheinlich, aber mit WhatsApp ist es in modernischer Zeit, da werden wir auch arbeiten. Ach, in der modernen Zeit muss man nicht sicher sein. Okay. Ja, also es ist immer noch keine E-Mail da. Ich sende und ich telefoniere sie in 5 Minuten zurück. In 5 Minuten? Brauchen die so lange, um eine E-Mail loszuschicken? Jetzt, ich sende alles per E-Mail und ich rufe sie zurück. Naja, dann versuchen wir das mal. Passt das? Ja, natürlich. Wenn Sie es so nicht machen können. Okay, danke. Ja. Okay, danke. Jop. Ich telefoniere Sie ein bisschen später. Ja, okay. Und auch hier kam kein zweiter Anruf und auch keine E-Mail. Kunden, die Fragen stellen, die man mangels Lizenz nicht beantworten kann, sortiert man so lieber gleich aus. Das war's zum heutigen Video. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen und bleibt mir gewogen. Euer Callcenter-Crusher.